Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusfolge von Coffee Talk. Ich muss jetzt mit dem Namen überlegen, dass ich gerade den Namen vergesse, wo er genau vor mir steht. Naja, wir haben ja das Spiel an und für sich abgeschlossen. Mit dem Ende, das wir ja gesehen haben, dass ja Neil eine neue Figur, neues Aussehen hatte, um halt nicht so aufzufallen. Hat man gesehen, sah er dann wie so ein Arzt aus, als Neil dann zu uns kam. So als geheimes Ende nach den Credits. Und naja, ich habe da ein bisschen mal rumgesehen hier bei Endlos. Mal ein bisschen getestet. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Freies Brüten ist eigentlich ganz ideal, wahrscheinlich, wenn man ganz am Anfang einfach nur Rezepte ausprobieren will. Also einfach irgendwas zusammenbrauen. Und also siehst jetzt immer hier. Und du kannst dir irgendwas geben. Ich stehe immer da, entscheide du. Es ist, wie gesagt, vollkommen egal. Man kann hier also eigentlich, was für das Hauptspiel ist, die Rezepte hier ausprobieren. Oh, das Getränk ist überwältigend. Man kann jetzt, wie gesagt, theoretisch auch irgendwelchen Müll wahrscheinlich machen. Es ist hier, wie gesagt, eigentlich egal. Also das ist eigentlich, denke ich mal, ideal, dieser freie Modus, um einfach, wie gesagt, das ist genau das Richtige. Das Richtige, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich dann ideal, wenn man, wie gesagt, für das Hauptspiel die ganzen Rezepte kennenlernen will, sag ich mal. Und ich hab's halt... Das ist grandios, wo ist das Rezept her? Naja. Ich habe hier das so gemacht, dass ich immer dann, um alle Rezepte zu haben, einfach alles durchprobiert habe. Also wirklich jede Kombination, die es gibt, also einmal Kaffee und dann meinetwegen das und das und naja. Es hat halt gedauert. Und ich habe mir, wie gesagt, auch so ein Zettelchen geschrieben und dass ich ungefähr wusste, was es war. Ich habe mir schon vorher einen Zettel gemacht, Kaffee, Mehl, Ingwer, so als erstes Zettelchen, Spalt und dann halt plus das. Bei der nächsten halt dann Kaffee, das. Also, naja. Das war halt schon extrem, naja, blöd gewesen, nervig, ein bisschen. Ich habe ja vorhin immer geladen, dass ich halt hier mit einem Hauptspiel jetzt immer dann ein Spiel schon geladen habe und habe halt denen das Getränk gegeben. Halt immer wieder geladen und wieder geladen, dass ich halt trotzdem die Rezepte, wenn ich ein gutes hatte, dass ich das behalten konnte. Naja, wie gesagt, das hätte ich eigentlich auch so hier machen können, weil hier ist es egal. Gut, wie gesagt, es ist eigentlich ideal, wenn man diese ganzen Rezepte finden möchte, dass man die dann auch im Hauptspiel dann hat, weil die sind ja global, sag ich mal, das ist egal. Dass man die ganzen Rezepte dann schon hat. Wusste ich am Anfang auch nicht, wie gesagt. Also gut, für mich ist das zu spät. Aber vielleicht kann es euch ja helfen. So, das wollte ich euch nur mal zeigen. Das hatte ich kurz mal gespielt, diesen Challenge-Modus. Grüner Tee, Honig, Ingwer. Grüner Tee, Honig, Ingwer. Am Anfang sagen die noch direkt, was die wollen mit den Zutaten. Und dann, naja, wird es schwieriger nach einer Zeit. Das seht ihr ja gleich. So, Kaffee, Zimt. Sieht ja auch oben ist Zeit, die abläuft. Sieht 15 Sekunden dazu bekommen. So, Tee, Zitrone, Ingwer. Und jetzt ist zum Beispiel die Hauptkomponente das erste, was ich sage. Dann kann es sein, dass die Hauptkomponente an der zweiten oder dritten Stelle steht. Grüner Tee. Ohne grüner Tee. Ist auch für willkürlich, was die haben wollen hier. Schokolade, Honig, Zitrone. Und wie gesagt, jetzt haben die Hauptkomponente immer an erster Stelle, was sie sagen. Dann kann es sein, dass es an zweiter oder dritter Stelle kommt. Und dann wird es immer schwierig. Da wollen die spezielle Rezepte haben, die man halt nachsehen muss. Kaffee, Ingwer. Die man halt hier nachsehen muss. Das ist ja auch noch okay, wenn man so alt hat, die Rezepte. Und dann wollen die etwas, was besonders warm, besonders kalt ist oder irgendwas. Und naja, das habe ich dann verloren. Und das Verlangen nach einem Getränk mit Zimt, Zitrone, Milch. Jetzt fängt schon an. Zimt, Zitrone. Jetzt fängt zum Beispiel schon an, dass Milch ganz hinten steht. Als nächste Schwierigkeitsstufe. Genau, Tee. Ohne Zimt. Wie gesagt, das zeige ich jetzt nur einmal jetzt in der Bonusfolge, weil was will ich jetzt hier groß kommentieren und groß sagen jetzt, weil das ist immer dasselbe jetzt. So,
Milch, Zitrone. Du kriegst halt ein bisschen Zitrone rein, gut ist. So. Honigmilch. Das ist ja noch einfach, muss ja hier das haben, das geht ja. Das ist halt schwieriger, wie gesagt. Milch, Zimt. Was? Zimt und Ingwer. Ob ich das vertauschen darf jetzt mit Ingwer und Zimt, weiß ich nicht, aber ich muss lieber so nach der Reihenfolge. So, Schokolade, Minze. Was steht da? Ingwer. Black Magic, jetzt fängt das Beispiel an, jetzt muss ich nachsehen. Kaffee, Minze, Honig. Jetzt muss ich zum Beispiel die Rezepte mir raussuchen, schnell, oder? Weil es erst kommt, wenn man es kann. Oder man hat natürlich immer das so, nimmt einfach einen Zettel, den man sich aufschreibt, dass man es direkt findet. Marrakesch. Grüner Tee, Minze. Klingt gar nicht schlecht eigentlich. Mit Minze ist schön erfrischend. Sommerlochstraum. Ach nein, das wollte ich nicht haben. Hier das. Sommerlochstraum, wo bist du? Ach, ich finde nicht den Sommerlochstraum. Doch hier. Tee, Zitrone, Honig. Wie gesagt, jetzt wird es schon schwierig. Und dann will die etwas, wie gesagt, oh, was besonders warm ist, besonders kalt ist, ein bisschen kalt ist, ein bisschen warm ist. Und dann ist es bei mir vorbei gewesen. Ich habe zwei Getränke, habe ich herausgefunden, und dann war es das auch. Chai Adeni, Tee, Milch, Zimt. Tee, Milch, Zimt. So. Grüntee, Latte. Was? Grüntee, Latte, grüner Tee. Zweimal Milch. Spice the Lady für Neil. Schokolade, Milch, Zimt. Schokolade, Milch, Zimt. Wie gesagt, das zeige ich noch einmal, weil das will ich jetzt kurz euch ja zeigen. Ist ja wie gesagt immer dasselbe jetzt. Aber ich bin jetzt schon besser wie beim ersten Durchgang. Ich habe jetzt nur einmal getestet und versucht. Ich hatte da. Jetzt fängt es an, etwas weniger warm ist. So. Es ist weniger warm. Ahnung, weniger warm. Nehme ich das mal, Kaffee, Ingwer und Milch. Sieht jetzt, da ist bei mir auch schon länger, wo ich mehr Zeit verplemper, weil ich ungefähr gucken muss. Ja, das wollte er nicht haben, scheiße. Was extra warm ist, ach, ich weiß es doch nicht. Hier bekommst du das hier. Kaffee, Ingwer und Milch. Ob du das haben willst, weiß ich nicht, aber... Ja, ich hab Glück gehabt. Extra bitter. Das mal Kaffee. Kaffee, Zitrone. Das vielleicht. Ja, hat geklappt. Ein Getränk, das kein kalt ist. Was nichts kalt ist. Espresso ist bestimmt nicht kalt. Das ist doch bestimmt nur heiß. Wenn man sich so anguckt hier, das ist nicht kalt. Also muss eigentlich passen. Etwas mit warm wäre nett. Warm. Das ist ja Kaffee, Milch. Wie gesagt, es steht ja vorher nicht da, dass ich die Anzeige habe, wie kalt und wie warm oder wie süß und wie bitter das ist. Also, es ist halt etwas, was weniger süß schmeckt. Kaffee Latte, Cappuccino.
vielleicht das hier. Nur Tee, Zitrone, Honig. Ah, weniger süß, hat sie gesagt. Ah, nein. Das muss ein bisschen süß sein. Das vielleicht. Milch, Honig, Zitrone. Ja, das könnte vielleicht hinkommen. Nee, war falsch. Extra bitter. Ach, keine Ahnung, hier, du bekommst das hier. Espresso. Ja, war richtig. Weniger warm. Heiß. Kalt. Ich denke mal, Tee müsste nicht ganz so heiß sein. Tee, Zitrone, Zimt. Das vielleicht. Ja, geht eigentlich. Könnte hinkommen. Nee, war falsch. Etwas, das bitter ist. Da kommst du das hier, das ist bitter. Na, war falsch gewesen. Ach, das seht ihr, das meine ich. Toll, was weniger warm ist. Ich sehe nicht hier was. Ne? Ich sehe es ja nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht, wie warm oder kalt es ist. Erst wenn ich die Zutaten mit einmische, dann sehe ich es. Keine Ahnung. Weniger warm ist. Ja. Weniger warm, ja. Wie viel weniger warm? Das weiß ich nicht. Ja, das hat es eher nicht gewollt. Etwas mit extra süß wäre nett. Schokolade, Milch und Zimt. Vielleicht das. Keine Ahnung. Jetzt sehe ich gleich vorbei. Nee, war auch falsch gewesen. Naja. Naja. Ihr habt es mal gesehen. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Als erstes mit. Ihr habt es mal gesehen. Jetzt zeige ich euch noch kurz die Comics. Wie ist das andere jetzt? Keine Ahnung. Halt doof, dass es halt, wie gesagt, ich übersetze das, weil, wenn ich das jetzt vorlese mit meiner schlechten Aussprache im Englischen, lass ich lieber sein. Also, ich mache es hier ein bisschen langsamer, könnt ihr dann pausieren im Video und, naja. Das sieht warm und, zum Beispiel dieses Wort kann ich nicht übersetzen, ich habe keine Ahnung, was das Wort hier bedeutet. Sieht warm aus, nett vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht kann ich reingehen. Morgen. Naja, vielleicht morgen, aber sicher. Okay, so, das ist der Tag. Entschuldige mich. Jetzt erzählst du nur dasselbe. Heute ist der Tag. Wo ist sie hier? Gehe ich rein? Nein, doch. Jetzt möchte ich was fragen. Gehst du mir rein? Nein, ich war hier noch nie gewesen. Ich finde die Comics, wie gesagt, trotzdem nicht schlecht gemacht hier. Also sie weiß nicht, ob sie reingehen will, ob sie die Grenze überschreiten will. Heute gehe ich rein. Nein, doch. Doch, heute gehe ich rein. Die Leute fragen sich, warst du schon mal drin gewesen? Nein, ich war hier noch nie drin gewesen. Das ist das, was ich ja verstehe hier bei dem. Was haben wir hier? Blurry Eyes. Ach, sonst warum? Unser Vampirfreund ist das hier. Ah. 100 Jahre und alles. Wie gesagt, das müsst ihr euch mal selber durchlesen, weil jetzt auch so auf die Schnelle zu übersetzen bei mir, das hat jetzt keinen Sinn. Deswegen zeigt das euch ein bisschen runter, könnt ihr euch das selber übersetzen, könnt ihr auch schließlich auf Pause drücken. Und ich wollte es euch nur mal zeigen. Mein Englisch ist halt sehr eingeschränkt und wie gesagt, ich habe auch vieles vergessen, was jetzt mein Schulenglisch ist. Auch alleine, weil ich durch die Arbeit auch nie brauche, ehrlich gesagt, weil da brauche ich kein Englisch. Also, so im privaten Bereich ist halt nur, wenn es um Computer geht, wo man ein paar kleine Begriffe hat. Da geht es ja aber jetzt so wie hier. Naja, jetzt mal mit der Aussprache und mit der Grammatik. Teilweise manches kriege ich, manches jetzt, aber. Naja. Ihr könnt es natürlich sicherlich alles sowieso besser, also da mache ich mir keine Sorgen.
Ihr könnt das alles sicherlich perfekt aussprechen und perfekt übersetzen, so wie natürlich das jeder kann, mit der tollen Sprache. Wenn auch natürlich immer die Diskussion kommt, sehe ich mir eine Serie, einen Film oder Spielchen spielt in Originalsprache? Ja, natürlich. Nur in Originalsprache, maximal mit deutschen Untertiteln, damit ich die Sprache besser lernen kann, damit ich dann auch die ganzen Redewendungen besser sehen kann, die ganzen Wortwitze, die dann nicht, naja, verloren gehen. Na gut, stimmt schon. Im Englischen machen dann irgendwelche bestimmten Witze mehr Sinn, während sie im Deutschen eigentlich gar keinen Sinn mehr haben, wenn du das jetzt übersetzen willst mit Wortwitzen, das ist klar. Und trotzdem gibt es auch solche, die sagen, nein, es muss unbedingt alles in Originalsprache sein. Ach, hier ist Freya. Da hat sich Freya getroffen mit Freunden, Melodie meines Lebens. Das finde ich auch interessant hier. Das ist aber auch, sag ich mal, nicht menschliche Freunde, wenn man sich das ansieht. Ach, hier, Gala. Ach, hier ist ein kleines Kind mit der Mami. Warum sieht der so gruselig aus? Oh, er kann dich hören. Oh, er ist ein Werwolf. Das ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, der arme Kerl hier. Er als Werwolf. Mundschutz, das ist natürlich sehr wichtig hier, ja. Ja. Mal zum Trinken gehen, nein, jetzt nicht. Ah, hier ist dann die Verwandlung hier. Dann wird er wieder zum Menschen. Zum Mann. Oh, und das Kind schenkt ihm ein Blümchen. Hier. Und dann nimmt das Blümchen mit und das Kind sagt dann Tschüss. Aber ich weiß, es ist nicht alles schlecht. Tja, weil deine Kollegen teilweise eigentlich wieder trinken gehen wollen oder dass du wohl so angesehen bist oder so, keine Ahnung. Aber hier so eine kleine Geste ist schon mal was Nettes. Stimmt schon. Ach, hier unser Elfentyp, unser freiberuflicher Typ hier. Bei ihm weiß ich gar nicht, was macht er eigentlich von Beruf. Der Vampir war ja, glaube ich, das Model gewesen. Aber was hat er eigentlich von Beruf gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Weiß auch nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, ich habe vergessen. Meine Lua hat mir eigentlich direkt mitbekommen, was die eigentlich von Beruf hat. Nur, dass sie in einer großen Firma arbeitet und scheinbar eine wirklich wichtige Position hat, aber was er eigentlich macht. Und der Vampir war ja, wie gesagt, Model gewesen. Der Werwolf war ja Krankenhaus, wenn man es so nimmt. Gut, Neil war ein Alien gewesen. Freya natürlich, klar. Journalistin oder halt Schriftstellerin, der Polizist, na gut, Polizist. Natürlich Rachel als Sängerin, der Vater als Manager dann später. Na gut, das ist klar. Aber bei ihm, wie gesagt, weiß nicht mehr, was der eigentlich gemacht hat. Von Seattle hier. Ah, Lua ruft an. Ach, hier geht's um. Ich müsste mein Date selber so. Geh weg von mir. Die Aktion hat nicht das gebracht, was ich erhofft habe. Irgendwas falsch macht mit meiner Kommunikation. Da sieht man hier Neil. Das ist aus der Sicht von Neil. So wie er die Welt sieht, sie. Also als Mehrzahl sie. Was ich immer gesagt haben, sie als Neil, sag ich mal, klar, mehrere Personen waren, keine Ahnung. Ich brauche ein Kommunikationsprotokoll für diese Methode. Ich muss das mal ansehen. Und dann sieht sich Neil an, wie die sprechen, wie die interagieren mit der Mimik und Gestik alles. Aha, aha. Sieht man hier. Und was sieht er? Überall, die haben ein Getränk. Das Getränk bringt die Menschen zusammen. Oder halt hier die Erdlinge. Denkt sich, aha, Kaffee. Vielleicht könnte das ein Indikator sein, dass man Leute vielleicht zum Reden bekommt. Was
sieht. Aha, vielleicht kann man damit das hinbekommen. Und ihr könnt ja, wenn ihr natürlich alle perfekt Englisch könnt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben für Episode 1 bis wie auch immer, wie viele Episoden diese sind. Das gerne mal übersetzen. So ungefähr, was im Groben hier der Inhalt dieser jeweiligen Episode ist. Ist nicht für jedes einzelne von dem hier, das ist klar. Aber jetzt ungefähr, was da grob Inhalt ist, könnt ihr ja gerne sagen, wenn ihr das alle könnt und wisst. Da mache ich mir, wie gesagt, keine Sorgen, weil es kann ja heute natürlich jeder perfekt Englisch und perfekt Englisch natürlich auch der Aussprache beherrschen. Zumindest liest man das auch bei anderen YouTube-Kanälen in den Kommentaren, wenn jemand als Deutscher, sag ich mal, Englisch spricht. Dann manche so schreiben, oh, du sprichst so schlecht Englisch. Da gibt es auch so einen Kanal, Don't Trust the Rabbit, den ich mir manchmal auch angucke. Das schreibt manche auch bei ihr. Oh, du sprichst ja so schlecht Englisch, den Akzent, den hört man richtig raus, wo ich mir denke, wenn ich es nicht wüsste, dass sie eigentlich Deutsch ist, ich höre da keinen Akzent raus, ehrlich gesagt. Also, ich merke da keinen Unterschied. Vielleicht natürlich ein Native Speaker wird es wahrscheinlich dann wissen, aber ich habe da keinen Unterschied gemerkt, ehrlich gesagt. Wenn ich das jetzt nicht wüsste, dass sie eine Deutsch ist, wie gesagt, ich würde das nicht wissen. Und ich finde, dass sie doch gut Englisch spricht. Und die Leute, die dann schreiben, oh, du sprichst aber schlecht Englisch, kann das viel besser. Da denke ich mal jedes Mal, ja, wenn ihr das so gut könnt, macht einen Kanal auf, ladet ein Video hoch und zeigt uns, wie gut ihr das könnt, wie gut ihr Englisch sprechen könnt. Dann zeigt uns das bitte. Auch wenn welche kommen und sagen, naja gut, ich kann auch Let's Plays viel besser machen, wie es du zum Beispiel machst. Kein Problem, wir können Kanäle aufmachen, ihr könnt gerne Videos hochladen, ihr könnt es gerne mal zeigen, wie einfach das ist. Oder auch mit Wachstum, wie schnell und wie einfach das angeblich ist. Das kann man ja gerne alles unter Beweis stellen. Ach, sieht man Rachel und Henry. Vater weiß das Beste oder will das Beste. Weißt du, wie spät es ist? Ein Schulmädchen darf nicht so spät nach Hause kommen. Was sollen die Nachbarn denken? Ich hab doch schon gesagt, ich habe ein Nachttraining für meinen Auftritt, den ich dann habe. Wie gesagt, so ein Grob kann ich auch übersetzen, was ist aber jetzt nicht in Gefahr. Wort für Wort, sondern nur im Grob kann ich so einen Satz übersetzen hier. Ach, was die für Idol tun. Ach, hoffentlich macht sie ihren Job gut. Was direkt meinst du? Das ist ein seriöser Job. Es ist nicht nur Singen und Tanzen, was du denkst oder so. Oh, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Jetzt hat man sie jetzt Frust abgelassen dann hier. Oh, sie ist angepisst. Morgen wird sie ihn nicht ansehen. Ach, dummer Vater. Sieht man hier, tut dein Bestes. Sieht man, du machst ihre Brotbüchse aus sozusagen. Und hat wirklich alles liebevoll zubereitet. Ihr Essen alles. Ach, dummer Vater. Wo sie halt denkt, ach, dummer Vater, weil er meint es doch eigentlich nur gut. Zum Beispiel, klar, er hat natürlich manche Sachen, die er nicht mehr so ganz weiß, jetzt weil er aus der Musikbranche nicht mehr drin ist, wo er manche Sachen vielleicht verlernt hat oder nicht mehr aktuell ist, aber er hat doch dann immer noch die Erfahrung. Und wie soll das? Er meint es halt nur gut. Muss sagen können, er meint es halt nur gut. Und sie denkt sich, oh, er will sich in mein Leben einmischen. Dabei, klar, er will ja sein Kind nur beschützen, er meint es halt nur gut und naja, das ist nicht missverständlich, sieht man ja die kleinen Gesten. Er macht das trotzdem, obwohl er vom Kopf gestoßen bekommt, ein bisschen nur so ein alter Ochse so ungefähr. Trotzdem macht er für sein Kind immer noch alles. Ah, hier ist Myrtle. Wir müssen hier arbeiten. Ein Fehlerreport in dieser Stunde. Kannst du das bis morgen reparieren? Kann ich nicht, es ist zu spät für die Deadline. Ich dachte, das ist ein einfacher Fehler, aber wenn ich mir diese Parameter hier ansehe, scheint es schlimmer zu sein. Was im Code falsch läuft, so ungefähr. Beruhig dich. Ist nicht das, was du tun musst oder so. Zeig mir den Report. Lass mich sehen, was ich tun kann. Warum gehst du nicht nach Hause? Nehmen wir es mit deinem Wochenende. Ach, ich will da eh nur die Zeit totschlagen.
ich mach das schon. Ja, und dann macht sie halt doch weiter, dass sie halt jedes Problem löst. Deswegen ist es ein Kaffee, kann ja schließlich nicht weggehen. Ach, das war's schon. Dann hatten wir ja das, was ich zeigen wollte, habe ich gezeigt damit. Ich habe beim Internet nachgesehen, scheinbar geht es jetzt in dem Sinn mit der Geschichte wohl nicht weiter. Ich meine, ich könnte es wieder mal starten. Das muss eigentlich ein oder dasselbe sein. Ja, das hat ja auch schon gehabt. Na gut. Würde ich sagen, mehr kann ich jetzt hier eh nicht machen. Ah, ich kann das jetzt nicht abbrechen. Ah. Na gut, ich werde das jetzt aber auch diese Bonusfolge trotzdem beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt. Oder andere Videos und was als nächstes Spiel kommen wird, muss ich mal sehen. Da, ja, mal gucken. Ihr werdet ja sehen, was denn als Nachfolgespiel für das hier kommen wird bei mir. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.